Relax, der Gamer der Folge kommt zurück zu einer weiteren Tierlist. Wie lange haben wir keine mehr gemacht? Und mit dabei ist der gute Janu. Moinsen. Ja, Shell hat dazu überredet, um 22.25 Uhr, wenn er gar nicht mehr wach sein darf, noch eine Tierlist mit mir zu machen. So. Okay, wie machen wir das? Wir gucken uns ein Video an mit allen Boomscars und dann entscheiden wir, welcher gut ist. In dieser Tierlist. Ja, das ist ziemlich simpel, deswegen lassen wir loslegen. Ach, danke schön. Erstmal schön Werbung. Bruder, eskaliert. Das waren jetzt drei Stück auf einmal. Bruder, Alter. FNAF 1 so 2 Sekunden lang. Okay, das war ein bisschen zu fast. Weißt du, Hauptsache das Intro geht länger als die Jumpscares. Du, richtiges Quicktime-Event jetzt. Einfach God of War. So, okay, Chicas Jumpscare. Fein gut, oder? Sagt Chica einen guten Jumpscare. Ja. Also mein linkes Nasenloch hat gezuckt. Ja. Ich würde die Sache ist halt, der ist nicht so richtig mies. Der ist auch nicht gruseliger als das normale, aber ist einfach gut. Ich würde den nicht höher ranken. Also wie sagst du das? Nee, also ich würde auch, passt schon so. Also, okay. es ist jetzt nicht so, als würde ich jetzt vom Stuhl kippen, aber es ist halt Classic Knaffen, deswegen ich liebe es. Der Jumpscare ist gut. Jumpscare ist gut und ich würde auch sagen, das ist schon gruselig. Ist also unerwartet, erschreckt man sich auf jeden Fall. Ja. Ja, ich finde Bunny und... Ich finde tatsächlich, Bunny ist super ähnlich. Bunny ist super ähnlich. Ja. So, die nehmen sich nicht viel. Foxy schon wieder, wieso ist der zweimal da? Würde bei Foxy auch sagen, okay. Würdest du sogar okay sagen, findest du nicht so schlimm? Ich tatsächlich auch nicht. Weil der ist einfach so. So, hallo. So, hallo, kann ich Ihnen helfen? Ja. So, das ist meine TED-Talk. Ganz schlimm. Also, ich finde es cool, also wenn der Jumpscare wieder diesen Gang runterläuft, der wäre bei mir so auf jeden Fall so ein locker mit linkes Nasenloch hat gezuckt. Aber so der normale finde ich aber nicht gut. Nee, ich auch nicht. Ich finde Freddy's Jumpscare, der, wo er dir die Kamera runterreißt, weil der ist doch, nee. Ja, doch, genau, das ist der. Doch, wo er dir die Kamera runterreißt, das ist der. Finde ich mega gut, ich aber auch, die anderen machen das nicht. Außer Foxy, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich... Würdest du den bei Heute bleiben die Lichter an einordnen? Noch nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe mich bei dem Jumpscare, wo Freddy aus der Tür kommt, mehr erschrocken als bei dem Jumpscare, wo die Power aus ist. Ja, der ist sowieso nicht so gut, finde ich tatsächlich, der mit der Power. Der ist gut aufgebaut, aber der finde ich nicht so gut. Ich würde sagen, der kommt ganz oben an linkes Nasenloch gezogen, weil der ist knapp hier, meiner Meinung nach. Der ist noch nicht wirklich da. So, also der ist. Weil der Jumpscare, wo die Power aus ist, es ist halt vorhersehbar, dass du halt Jumpscare wirst. Deswegen erschreckst du dich da halt so krass. Eben. Und alle Leute, die sich da erschreckt haben auf Let's Play, die waren da so. Haben so extra gemacht. Auf FNAF Clickbait-Basis. Aber wo wir auf jeden Fall dabei sind, da können wir uns wieder mal angucken. Der ist richtig creepy. Der Golden Freddy, wenn man nicht davon weiß und gehittet wird von Golden Freddy, ist der unnormal gruselig. Ja. Weil, stell dir mal das ganze Szenario vor, du hast keine Ahnung, was das für ein Trottel ist. Und auf einmal hörst du diesen anderen Jumpscare-Sound auch in der ganzen Bildschirm. Ich würde ihn sogar ganz oben hin tun, tatsächlich. Der ist wirklich mies. Ich würde den bei Heute bleiben die Lichter an einordnen. Ich würde auch okay, ganz oben bei Heute bleiben die Lichter an. Weil die Sache ist, wenn man den nicht weiß, ist er ziemlich gruselig. Wenn man den kennt, naja, ist er so mittelmäßig. FNAF 2. FNAF 2. Ich würde, der ist schlecht. Er ist okay. Okay. So. Ja, ich würde den bei okay einfach reinpacken. Ich finde so, wie er hinslidet, das sieht scheiße aus, ein bisschen. das sieht halt richtig dumm. Also, ich finde Chica, Wither Chica, creepy als Charakter. Aber achte mal drauf, ne? Die geht so vor und zurück mit dem Kopf, so komisch. Das sieht voll unnatürlich aus. Und ich müsste aber lachen, wenn ich das sehe. Aber er ist noch nicht schlecht, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, was war das? Also ich hätte es also okay. Cooler gefunden, wenn die Kamera so, oder wenn Chica dir so in die Fresse gebissen hätte. Also, dass du dann quasi kurz das Innere ihres Mundes siehst und dann Schluss. Das hätte man besser machen können, aber naja, Scott war da noch nicht so krass drauf. Okay, also... Und hat Bonnie.
Das Problem ist, ich mag die Charaktere so sehr, aber die Jumpscares sind einfach auch nicht creepy. So, Withered Body kommt einfach, kann ich den Xbox-Controller haben? So, lass mich eine Runde spielen. Das ist halt so, ich finde es eher lustig als gruselig, aber der kann einen schon hitten in der richtigen Moment. Der ist jetzt nicht so wie gewisse andere Leute auf dieser Tierlist, aber ja, der ist auf jeden Fall eher so. Meiner Meinung nach. Sag Bescheid, wenn ich kacke labe. Nee, alles gut. Und dann deine Meinung. Okay. Foxy würde ich bei Link noch hat gezuckt einordnen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also, der war schon besser. Also wenn Foxy dich erschreckt, so, die Sache ist, du weißt zwar, dass er kommt, aber du bist einfach beschäftigt mit irgendwas und dein Kollege, ui. Ja, weil du bist halt so komplett unter Druck, weil du halt die Musicbox aufwinden musst, du musst die Animatronics abwehren und dann kommt Foxy so bam, in die Fresse gesprungen, dann erschreckst du dich schon ab und zu. Und besonders, weil die anderen Jumpscares sind einfach nicht so gruselig wie der. Ja. Toy Freddy. Ach, ich war auf alles. Toy Freddy ist halt. Das Problem ist, der ist halt sogar noch schlechter als Freddy. In dem Fall finde ich, weil er einfach ungruselig aussieht. Ja. Aber ich würde ihm noch nicht in Was war das geben, das ist noch nicht schlecht genug. Oder? Nee, passt schon. Okay, Bengel müssen wir extra bewerten, aber die beiden, come on, Alter. Ja. Come on, also das ist halt einfach so. So. Die Familie, die du lange nicht mehr gesehen hast, kommt für eine Umarmung. Das ist so sehr erschrecklich mich da. Okay, Mängel können wir aber nicht auf okay machen. Wo willst du hinpacken? Ich würde Mängel auf jeden Fall auf linkes Nasenloch ab und zu packen, weil er hängt da oben. Und es ist nicht so predictable, so wenn du ihn nicht siehst, ne? Wenn du ihn übersiehst, das ist mir mal passiert, ich habe mich unnormal erschreckt. Hast du nicht gesehen, dass Mängel da oben hängt? Das ich habe das nicht gesehen, das war eins der ersten Mal, wo ich auf 2 gespielt habe. Und ich habe da nicht oben hingeguckt. Auf einmal war ich Kamera hoch und der erschreckt mich so. Ich so, was hab ich getan? Das war so lustig. Obwohl, so aber sich Jumpscares an sich auch nicht so lustig. Du siehst vor allem noch, dass er da hängt. Also, das heißt, glaube ich, nur mich persönlich getroffen. Okay, The Puppet. Lass uns das doch mal erstmal angucken. Okay. Ah, Golden Freddy. Okay, Gold. Das ist die Sache. Die haben von diesem Golden Freddy sind die auf diesen. Es ist einfach ein Kopf, der auf dich zufliegt. Der ist halt so fett, ne? Der ist so schlecht. Der ist wirklich so schlecht, Golden Freddy. Ich glaube. Es sieht einfach so cringe aus. Sorry. War das so? Wenn ich einfach frage, so was ist das? Ist das ein Achievement? Ich wurde schon bei Achievements bei PlayStation 4 mehr erschreckt als bei dieser Scheiße. So, also was ist das bitte? Wo wir gerade dabei waren. The Puppet ist auch schon wieder so ein Ding. Du weißt, wann dieser Jumpscare kommt und der Jumpscare ist auch nicht deutlich hier. Also der fliegende Golden Freddy Kopf, der ist schon so lächerlich und dumm. Ja, das sorry. Ist halt, ja. Okay, der ist ein guter Jumpscare. Der ist gut. Der ist halt echt gut. Müssen wir doch gucken, was hier von Fein Balloon Boy ist. Ich glaube, du bist Balloon Boy. Nee, das ist Foxy. Das stimmt, das ist Foxy. Da, neben Chica. Da ist Balloon Boy, ja. Ich würde ihm mindestens auf linkes Nasenloch hart gezogen. Ja, würde ich auch machen. Ich würde sogar überall außer Freddy machen. Der ist halt echt creepy. Der ist creepy as fuck. Okay, Chica hingegen. Melon Chica. Die Wassermelone. Die Wassermelone, die ist auch schon, hat auch schon wieder so ein Syndrom von denen hier. Das sieht einfach nicht bedrohlich aus, was sie da macht, oder? Also so, die geht halt einfach so gerade auf dich einfach zu. Ja. Das finde ich auch echt nicht gut, also holy shit. Das finde ich so gut, ne? Boah, dieser Phantom Foxy Jumpscare, ne? Der ist einfach so abnormal creepy, ne? Der ist echt richtig krass. Der ist richtig gut. Bin ich wieder lost und erkenne wieder nicht, was los ist? Ne, das ist auf jeden Fall Foxy. Die Sache ist halt, er steht da und du kannst ihn auch sehen. Und das Lustige ist, den letzten Moment, wo du halt da bist, du siehst ihn noch und dann kommt der schon, da hast du halt schon verkackt. Das ist so creepy, das ist so vor allem, und vor allem, und du erschreckst dich auch noch, weil er so richtig fast dir ins Gesicht springt, ne? Boah, das ist halt richtig. Das ist halt richtig, richtig gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Phantom Foxy ist so awesome. Okay, Freddy schon wieder. Was hat der unter meinem Tisch gemacht, Alter? Wir wollen das Video doch unter 18, oder? Also, disgusting, Alter. Also, woher kommt der? Da taucht der so auf, so, hallo. Was ist das? Also das ist auch schon wieder so ein Jumpscare. Ist der auch wieder zweimal hier drin? Warte mal, das Ding ist, du sitzt nicht mal am Tisch. Stimmt, ich stehe einfach. Oh nein, bitte nicht, Alter. Einfach auf Roku, würde ich sagen. Ja, würde ich auch machen. Der ist halt echt nicht creepy. Hier, die Toys sind aber noch schlechter. Meiner Meinung nach. Oh nein, Alter. Das. Jetzt kommen wieder Fanboys und haten. Was? Hä? Was? Hä?
Was? Wollen wir geprankt werden? Wollen wir geprankt? Hä? Ah, Bonus, lol. Ich war ich so, warte mal, was? Hä? Die hat doch nicht existiert, als das Video, als FNAF 3 rauskam. Okay, von dem hab ich geprankt, Alter. Da wurden wir geprankt. Ja. Das war sowas wie Golden Balloon Baby. Boah, der Bastard. Boah, der Bastard. Boah, wo bist du, wo bist du? Leute, das ist Puppet und der kommt auf was war das? Ey, Leute. Warum gammelt die mir in der Fresse rum? Ich krieg jedes Mal Aggression, wenn die das macht, weil ich denke mir, warum nimmt der Charakter? Ich hab seine Faust und macht mir die Fresse, Alter. Ich meine, so die Augen ist das einzig creepy an das, also an diesem Screen jetzt hier, aber sonst ist eigentlich alles nur lächerlich. Aber dieses Ding ist, es erschreckt dich straight up nicht. Ich würde mich davor nicht erschrecken. Ich find's auch nicht so. Ich werde wütend und meine Nachbarn erschrecken sich, wenn ich wieder einen Stuhl durch ein Fenster werfe. Aber nicht das Ding. So, verdienter, schlechtester Platz. Ja. Okay, okay. ja, was sagen wir dazu? Ah, fuck you. Du bist der so schlecht, Alter. Wusstest du, dass die FNAF-Reihe nur fortgeführt war, weil der so ungruselig war mit dem Jumpscare? Also die haben, das Spiel, was danach kam, also 4, war ja unnormal gruselig, weil Leute sich aufgeregt haben, dass Springtrap einfach nicht creepy war in dem Jumpscare. Nein. Und den Fakt... Mit dem Fakt müssen wir ihn einfach da lassen. Also so an sich ist Springtrap schon ein richtig gruseliger Charakter. Ja. Der kann auch sehr creepy sein, aber der Jumpscare, der ist einfach. Der hat einfach nicht. Der saß schlecht. Also der hallo, hast du ein Stickers? Keine Ahnung, Alter. So. Der ist auch schon so. What the fuck? So, der ist so uncreepy. Der hat direkt eine Doppelplatzierung, schlechtesten Tier verdient. Congratulations. FNAF 4. Okay, FNAF 4. Ich schwöre auf alles. Boah. So hart rein mit den Jumpscares. Ja. Also die fegen dich komplett vom Stuhl. Das Problem ist, die sind alle so creepy, ne? Ja. Also. Ja, der Cupcake geht sogar noch, finde ich. Der Cupcake ist noch okay, aber warte, nein, der Cupcake können wir vielleicht heute bleiben die Lichter an. Trotzdem, der erschreckt einen. Nee, ich würde den bei linkes Nasen noch hart gezuckt und packen. Denk dran, wegen der Mechanik, ne? Dass du hinläufst, du erwartest nicht so, dass der Jumpscare kommt, dann hittet er dich. Also ich finde so, wie die hitten, ist halt richtig krass. Ja, okay, komm. Ja. Oder würdest du sagen, dass der dich ähnlich viel erschreckt hat wie der Muffin? Würde ich nicht sagen. Nee. Chica. Alter. Das Problem ist, du kannst... Chica ist auch so. Chica ist halt auch wirklich, Alter. Weil du machst halt die Taschenlampe an und dann bam, so einen fetten Jumpscare reingedrückt. Boah, ich hab mich so oft weggeschmissen. Boah, ich hab, Alter. Wir werden ja demnächst die ganzen Klassik-FNAF-Spiele wieder spielen. Ich hab keinen Bock auf 4. Das Video kommt nur nicht, weil ich zu viel Schiss vor 4 habe. Das ist so ein guter Jumpscare mit diesem kleinen, wo er diese Tür aufmacht. Aber den haben wir hier leider nicht als Einzelplatz. Doch, habt ihr. Echt? Da, das ist der gesamte. Nein. Ah, lol, Tatsache. Der ist halt so, der schreckt dich richtig so. Ich finde, der ist so gut, ne? Ja, ich würde den aber noch bei heute beim die Lichter an einordnen. Ja, stimmt, hast recht, der ist nicht so krass wie die. Aber der ist halt auch echt nice. Also lustig auch irgendwo, weil der guckt einfach so cool aus. Hallo. So, hallo. Der normale Foxy ist aber creepy, holy shit. Der ist creepy, ja. Okay, jetzt kommt das Ding. Das ist der einzige Nightmare in Horror, den ich nicht so gruselig finde vom Jumpscare her. Weil du weißt, wann der kommt. Ja. Und zwar extrem gut. Also, weil die Freddles werden ja immer lauter und der hittet der halt anders, als wäre der so aus nichts kommen, finde ich. Ja. Okay, Nightmare. Also hier, warte. Der kann direkt mit dahin kommen, das ist jetzt nicht groß anders. Nightmare Fredbear. Nightmare Fredbear. Nee. Schon auf. Der ist im Endeffekt nichts anderes als die beiden hier. Aber ich habe mich bei dem nicht so erschrocken. So, also ich finde... Dazu kommen wir gleich noch. Ich finde halt, du siehst halt, wann der Jumpscare kommt, weil du hast auch noch so ein paar Frames, wo du ihn halt noch siehst, bevor er dich anbrüllt. Okay, der kommt auf jeden Fall runter. Hast recht. Sehr mich an. Ich habe die Nacht easy hingekriegt, deswegen war ich nicht so... Deswegen so, weil die anderen, so wie Bonnie, Chica, die kommen so aus dem Nichts, aber bei Fredbear hast du noch so ein paar Frames, wo du den noch vorher siehst. Ja, das stimmt. Okay, Nightmare hingegen. Ja, das schon. Nightmare hat wieder dieses Golden Freddy-Ding. Ja.
Das ist einfach wieder so voll der volle Bildschirm und er erschreckt dich einfach mega, weil es was anderes ist. Das Problem ist, in dem Spiel sind die Jumpscares so gut, dass sie besser sind als Nightmare. Finde ich. Ja. Also ich finde, der ist direkt bei Golden Freddy, weil es ist mega gruselig, der Jumpscare. Ja, also der Screen ist mega, der ist echt gruseliger. Aber ich würde nicht so sagen, wie die Haupt... Nee, würde ich auch nicht machen. Ja, Plushtrap. Plushtrap. Komm, wir gucken uns das erstmal an, bevor wir hier was sagen. Na, ja. Ach, Plushtrap. Too bad. Ich finde Plushtrap nicht creepy. Es geht halt, ne? Ich schwanke zwischen heute bleiben die Lichter an und leges Nasen noch bleibt zu, ja ich genau. Leges Nasen noch hat gezogen, weil ich finde, bei dem Minigame, also ich hatte manchmal so das Gefühl, boah, ich hab's geschafft und dann mache ich Taschenlampe und dann bam. Ja, das kann schon mal gruselig sein, aber das Ding ist, ich finde auf jeden Fall linkes Nasenloch abgezuckt, würde ich sagen, maximal. Ja, also, ja. Ich bleibe da nicht an. Erstens, ich würde den einfach wegschießen, so straight up, ich habe keine Angst vor dem Charakter und der gruselt mich auch nicht. Wenn jetzt Leute kommen und sagen, aber hast du vor dem Muffin Angst? Ja, stell dir vor, ihr wollt den Muffin essen und der Muffin isst euch. Imagine, der beißt dir so in die Zunge, als ich euch hat so verschissen. The fuck is toy. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall linkes Nasenloch hat gezogen. Der ist schon creepy, aber nicht auf dem Level. Und der kommt doch nur hier hin, weil der in FNAF 4 ist. Also weil die anderen FNAF, weil es einfach so ein riesiger Mist ist. Warte mal, wir haben 3 Nightmare Freddy Jumpscares. Ach stimmt, 2 Varianten vom Raum und einmal vom Bett, ne? Genau, ja, deswegen. Aber die finde ich großartig unterschiedlich. Okay, Jacko Bonnie. Kein Freund von den Jacko-Dingern. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin auch da kein Freund von. Ich weiß, die sehen so komisch aus, Alter. Also sehen cool aus, aber auch wieder so. Die gruseln mich nicht so wie die anderen. Aber trotzdem. Also die haben ein gutes Design, aber naja, die können halt nicht mit den originalen Nightmares mithalten. Okay, Mangle. Hello. Warte, ist das der Hello Mangle? Ja, der ist nicht großartig unterschiedlich von dem Foxy-Ding, der ist gleich. Mm-mm. Nee, also, ja. Also, aber der normale Jumpscare von Mangle, der finde ich ziemlich gut. Also, der wird ein 100% genauso hitten wie Foxy und die anderen Nightmares. Nightmarion. Ich wusste nicht, dass die noch hier war. Das hat mich gerade slightly gejumpscared. Also, es ist halt creepy, wenn du sie im Gang stehen siehst, aber der Jumpscare ist okay, finde ich. Also, ja, der ist halt echt nicht creepy. Ja. Weil, guck mal, also der Unterschied in Bildern. So, das hast du ja schon mal abbekommen. Balloon Boy. Ich schwör auf alles, ich nehme alles zurück, was ich zu Springtrap gesagt habe. Balloon Boy Springtrap. Oh, ups, Entschuldigung. Balloon Boy Springtrap war noch schlechter. Ich schwör auf, also Spring Plush Bums Ding. Aber ich hasse Balloon Boy. Bonnie Boy ist so ungruselig. Und auch dieser komische, runde, große Kopf, Alter. Sieht aus wie eine Mülltonne. Boah, ihr kleinen Penner. Ihr kleinen Penner, ey. Ich hasse die Viecher, ne? Das sind ein paar der einzigen ungruseligen Jumpscares von dem Spiel. Nee, ist halt echt so. Der ist halt echt nicht gruselig. Was war das? Ist noch nicht das Level, aber der ist echt nicht so. Okay, Ballora. Holy shit, Ballora. Ich muss sagen, bei Sister Location ist Ballora einer der einzigen Jumpscares, die mich richtig gut bekommt. Ja, ne? Weil die so aus dem Nichts kommen. Ja, weil Ballora ist halt richtig, richtig ungarnt. Ich würde noch nicht das Level sagen, auf jeden Fall. Heute bleibe ich da. Ja. Also, mindestens. Also, ist auf jeden Fall deutlich gruseliger als Jacko, Bonnie und Jacko, Chica. Mhm. Boah. Ja, Funtime Freddy würde ich auf linkes Nasenloch noch auf den Zug packen. Ja, Funtime Freddy ist schon gruselig, aber auch noch nicht auf dem Level. Ja. Ja. Boah, okay, ey, Funtime Foxy. Ey, nee, aber Funtime Foxy, ich möchte dich an den Jumpscare erinnern im Stream. Du hast dich auch erschrocken. Ich hab mich erschrocken, das stimmt. Weil er so. Ja, ich würde den. Ich finde ihn nicht so krass, aber auch nicht so bad. Also, ich weiß nicht. Deswegen mittel. Also, ich würde auch nicht sagen, also, der hat mich erschrocken, aber es ist nicht so. Das ist jetzt nicht so, dass ich eine Angstzustände hatte. Boah, dass ich das nochmal sehen musste in meinem Leben, macht mich so wütend gerade. Boah. Oh mein Gott, bin ich eng. Ich kühle bei diesem Jumpscare nichts außer Wut. Du kannst. Nee, passt schon, alles gut. Der ist halt echt nicht gruselig. Du fuckst dich einfach nur drauf ab. Warum? Ja. Ja. Oh mein Gott, Alter, ich war auf Sister Location, ist das FNAF mit den schlimmsten Dingern, Alter. Das Problem ist, ich kann mich dabei nicht erschrecken und ich habe mich auch noch nie erschreckt, wirklich. Weil diese Dinger einfach nicht gruselig aussehen. Guck dir das an. Knetgesicht. Ja. So weit bin ich nicht mehr gekommen.
das sogar ändert, glaube ich. Ja, das ändert. Ja, stimmt. Okay, der Jumpscare war jetzt so mittelmäßig, oder? Ja, er war okay. Zu den anderen. Tschüss, warum schnurrt der wie eine Katze? Und die Jumpscare haben wir schon mal drin, großartig. Doch, haben wir. Hatten wir? Das war doch ja. Der, oder? Nee. Wir haben noch da neben den normalen ändert. Ja, der war jetzt nicht groß anders, fand ich. Nee. Ey, sorry, ne, aber was ist das? Er hat einfach einen epileptischen Anfall. Hören Sie bitte einen Notarzt rufen. Hä? Das war ein guter Jumpscare, aber den haben wir glaube ich nicht hier drauf. Von dem Minigame. Ja. Alle instant bad, sorry. Die sind alle scheiße. Ich würde gerne ein eigenes Tier für den Mampfer machen. Bei der Mampfer, ich hasse den. Aber die sind halt alle scheiße gewesen. Vor allem diese Custom Night in Scissor Location, ne? Ey, diese Jumpscares, die unterscheiden sich so gut wie gar nicht vom Scare-Faktor her, wie die von Ultimate Custom Night. Ja, die sind einfach richtig bad und ich hab LOL hier nicht mal drauf, sehe ich gerade, schade. Okay, komm, okay, ich hätte dafür fast ein eigenes Tier gemacht, aber der Penner ist ja schon hier unten. Der ist nicht mehr auf der Liste, hat er nicht verdient, schon auf alles. Okay, auf nach 6. 6. Okay. Okay, ja. Okay, das ist gut. Was bist du denn? Warum bist du noch hier? Egal, komm, du kommst da hin. Der ist da, warte. Nimm Lefty, nein. Nimm Lefty. Stimmt, das ist der andere, das ist der im Office. Naja. Okay, ich würde es auf jeden Fall heute bleiben, die Lichter ansagen. Ja. Die Interview-Sektionen sind so gruselig. Und ich könnte dich so weghauen, warte, die tun. Ja. I'm a peanut and I always grow back. Ach, so haben die das gemacht, okay. Ich finde die nicht mehr so schlimm. Also die Office-Dinger sind nicht so gruselig wie die Interview-Dinger, finde ich. Weil die kommen so von so einer Seite hochgeslidet und das gibt dir so ein bisschen. Ja, aber ich finde so bei Baby sieht das noch creepy aus. Ja, stimmt auch Office. Wieder. Also ich fand bei Golden Freddy war nicht so. Nee, bei Molten für die ist halt. Ja. Nee. Ja. Die Sache ist, von der Erdnuss erschreckt zu werden, ist so schwierig, weil sein Interview so easy ist. Aber wenn, ist schon gruselig, finde ich. Aber. Hier. Ja, würde ich auch sagen. Hier und nicht höher. Ja. Weil der ist halt auch ein bisschen zu langsam, der Jumpscare. Ähnlich mit der. Boah, ist es Lab, wenn wir den noch ganz oben auf okay machen? Weil ich fand den halt echt genau. Creepy, so. Ja, ist okay. Komm schon. Er ist in Ordnung. Der ist okay, der ist aber echt nicht gruselig. Nee. Okay, das ist schon wieder was anderes. Da sind wir wieder bei guten Stuff. Aber ich würd Lefty nicht hier hinpacken. Der ist mir halt, also ich würde sagen, Lefty ist halt echt nicht gruselig genug dafür. Also für den Jumpscare. Obwohl, der ist laut. Der ist behindert laut, der Jumpscare. Aber alle Jumpscares sind laut. Ja, aber ich finde, der ist unnormal laut, weil der hat diesen Soundkracken. Du kriegst es halt. Ey, der ist gut. Holy shit, der Office Jumpscare von dem ist sogar besser, würde ich sagen. Dann pack den einen Jumpscare auf links nach. Ja, genau so. Also der Office Jumpscare war echt gut. Okay, holy shit, Alter, zurück. Circus Baby. Hier, Scrap Baby ist unnormal creepy. Ja, Scrap Baby ist so creepy. Das ist gruselig. Das könnte mich in einem Playthrough richtig kaputt machen. Ja. Alter, fick mein Leben. Oh, Ultimate Custom Night. Wir können alle auf Scheiße packen. Das Ding ist halt, es sind einfach. Ja. Man kann diese Jumpscares als bewegende Bilder abstempeln. Weil, ey, guck mal, was ist das? Was war das gerade? So, warum? Guck mal. wenn jemand in die Toilette reinkommt und ich gerade auf einmal auf Klo zu gehen. Ey, das sieht eher lustig aus als gruselig. Das ist echt spät. Wir können die alle auf. Was war das? Scheiße. Ja. Also, die waren alle schlecht. Alter, diese Doppelcharaktere. Nicht. Obwohl, vielleicht finden die hier einen, der gut ist. Der macht einfach den Rave. Es ist so.
Es ist so bad, echt. Also, Chica ist low-key awesome. Wo bist du? Da. Ja, wahrscheinlich. Also, sorry. Der ist so funny auch. Ey, warum sehen die so scheiße? Der Rest ist so bad. Es ist so scheiße, Alter. Warum? Das ist so schlecht. Guck, das ist richtig scheiße. Einfach out of map, Alter. Ey, die Jumpscares sind einfach out of map. Sorry, das Problem ist halt wirklich, die sind so schlecht, Alter. Ja, das ist alles scheiße. Kann nicht euer Ernst sein. Ich hab vergessen, dass der existiert, der. Nur, eigentlich wollte ich die Tierlist nicht im Nachhinein bearbeiten, aber. Schwarz? Sehr schön, schwarzer Text auf schwarzem Hintergrund. Leonard, der Experte in Tierlists. Der kleine Bastard. Der hat einfach im Alleingang von mir einen Jumpscare bekommen. Auch Music Man. Was? Was? Music Man reingefallen. Der passt aber auch nicht so schlecht rein. Laut. Ja, unser Baby ist ja aber unser Baby. Ich pack einfach Music Man da rein. Die sind alle schlecht. Instant bad. Die sind alle bad, Alter. Nicht gruselig und scheiße. Holy fuck, ups. Also ich habe in meinem Leben noch nicht so schlechte Jumpscares abbekommen. Wirklich nicht, Alter. Ich auch. Zum Glück zeige ich das Spiel nicht. Okay, Leute. Und damit sind wir fertig mit unserer Tierlist von Classic FNAF Jumpscares. Falls ihr eine haben wollt von Security Breach, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und da würde ich was sagen, würdest du was ändern? Nur, ich finde, das passt alles. Jeder hat seinen gerechten Platz hier verdient, so in den Tieren. Okay, jetzt mal ohne Memes, Alter. Ohne Memes, komm. Du hast es geschafft, Chica. Die Alarmglocke. So. Ah, ich finde, sonst so sind alle Jumpscares gut platziert, finde ich. Ich finde auch so schön, hier sieht man so ein bisschen die Qualität der FNAF-Spiele. Ja, das stimmt schon. So, alle guten Spiele sind hier, so. Dann kommt der Rest, der so hier ist. Okay, FNAF 2 ist halt echt nicht gruselig. Also, alle gruseligen Spiele sind so hier. Der Rest ist halt so. Ja. Müll. Und dann in dem Sinne. Richtig, meine Freunde. Danke, Jabo, dass du dabei warst. Alles gut. Danke, dass ich dabei sein durfte. Abonniert alle den Typen. Und bis zum nächsten Mal.